Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me in der zweiten Runde hier mit irgendwelchen Leuten, die uns schon wieder fertig machen wollen. Und ja, nochmal sorry, dass ich immer so viele Cuts machen muss, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, wenn ich jetzt unkonzentriert spiele oder so, dann würde sich das nur einen ganzen Part in die Länge ziehen, immer wieder und immer wieder denselben Kampf zu machen. Und deswegen mache ich dann halt immer mal einen Cut. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich finde es halt doof. Also gut finde ich das nicht. Ich würde lieber so, dass ihr alles seht und dass ich es natürlich schnell und sofort hinbekomme. Aber ich bin jetzt hier nicht der Pro-Super-Gamer und ich habe halt auch auf Erroristen-Agent gestellt gehabt. Das ist ja der mittelschwere Grad, also nicht der ganz einfache. Und das merkt man dann schon hier in diesem Spiel, dass es nicht so einfach ist. Aber gut, ich will nicht weiter lange labern. Es geht weiter. Das so zu einem Thema, toller Start, echt super, es geht weiter. Ich wette, ich muss jetzt alles nochmal machen, ne? Also wie ich das jetzt hier gerade kenne. Ich hoffe, dass ich wenigstens die letzte Runde. Darf ich die letzte Runde nochmal machen? Danke. Sehr, sehr freundlich. Super. Ja, ich freue mich. Immer in Bewegung bleiben, würde ich sagen. Die kriege ich schon noch hin. Die blöden Viecher. Die kriege ich auch noch hin. Nee, die kriege ich so nicht hin. Da muss ich was anderes probieren. Weg, weg, weg. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich sehe nichts. Na? Das war ganz gut. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich glaube, je mehr ich mich bewege, desto besser. Das war auch gut. Wow. Wo ist der andere? Da. Der fliegt nämlich gerade rum. Dann werde ich mal das Tarnung-Dings machen. Das ist ganz gut. Na? Wer will nochmal? Da. Mach schon! Oh, weg da. Der explodiert doch. Mist. Ich glaube, ich habe ihn nicht so richtig getroffen. Ich weiß es gerade nicht. Weg, weg, weg. Von diesem Radius. Weg. Hau drauf, so viel du kannst, auch wenn ich gerade nicht kann. Und weg. Na kommt. Komm, 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 komm. Mist. Bin ich da so ein bisschen reingeraten? Die laufen immer in ihre eigenen. Nein, in ihre eigenen Fallen, merke ich gerade so. Weg da! Nelin! Weg! Ich glaube, das Vieh ist weg. So. Combo. Oder auch nicht. Er war schon vorher tot. Ach du. Jetzt kommen hier noch mehr. Wie viele denn noch? Immer wenn ich denke, ich hab's gerade.
Jetzt machen wir schnell die Tarnung, dann haben wir es hinter uns. Na komm. Den kriegst du auch noch hin. Yeah. Endlich. Nellen, finde diesen Wirrkopf von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Leaper. Handle schnell. Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Finden Sie Trace, okay? Ach Gottchen, ja. Das war jetzt was. Drei Parts ungefähr. Mit vielen, einigen Cuts, so alle insgesamt. Das war jetzt echt eine Kämpferei hier so. Drei Parts mit Kämpfen. Naja, eigentlich kämpfe ich ja immer, aber das war jetzt schon sehr hart auf einmal. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. Nein. Oh, immer wenn man denkt, man hat es gerade hinter sich, ey. Jetzt kommt auch noch so ein Scheißvieh wieder. Nein, ich will nicht. Ja, jetzt kommt der hier wieder. Super. Ich freue mich. Daran bin ich ja schon gewöhnt. Nö. Ja. Das kennen wir ja schon von dem anderen Robo. Das war bestimmt der Bruder oder so. Ich glaube, die Raserei brachte hier überhaupt nichts. Die Raserei brachte hier gar nichts, ne? Naja. Jetzt machen wir hier wieder einen neuen Stoß. Versuch das nochmal. Oh, versuch das nochmal. Klar, versuch das nochmal. Will dich doch K.O. machen. Liebes Vieh. Nee, das ist noch nicht alles, was ich kann, aber das meiste bewirkt bei dir ja nicht viel. Ich verliere Öl, während du blutest. Oh oh. Komm her. Autsch. Nein. Ich bin schön. Komm, krieg ihn. Krieg ihn. Wieder ein Arm kaputt. Ich zermalme dich mit einer Hand. Das glaube ich dir sogar. Dass du das kannst. Wo ist dein? Kann ich eine Logikbombe auf ihn machen? Nee. Kann ich nicht. Schade, dass ich das nicht kann. Kann ich die Sensenfarbe machen? Weiß er dann, wo ich bin? Nee, weiß er kurzzeitig nicht. Wow. Immerhin. Weg da, Nelin, weg da. Oh, sie bewegt sich schon wieder nicht. Ich hoffe, das wird Shit. Interessant. Du hast meinen Leib verkratzt. Ich habe immer ein bisschen Angst vor ihm, muss ich ja gestehen. Wenn er so auf einen zurennt, das ist so böse.
Mach schon. War das wieder ein Arm? Interessante Strategie. Nein, nicht das schon wieder. Oh, schnell. Nein. Dollarschuss, Dollarschuss, Dollarschuss. Oh Gott. Jetzt hängt das schon wieder an. Oh, ich bin schon wieder kurz vorm Sterben. Ey, ich hasse es. Steh auf, Lillin. Hopp. Wieder nicht. Ich hasse es. Schon wieder. Ja, ich hab's kapiert. Steh ab, Lilly. Ich sehe sie nicht mal mehr, ey. Ja. Und sie hopst auch mal viel zu spät. Ich drück die ganze Zeit und sie hopst einfach nicht. Sie hopst dann immer so, wenn dieser Vulkan-Dings, diese Welle zu Ende ist. Ne? Ist okay, Lilly. Ist okay. Ich mach das gerne nochmal. Ja. Ist okay. Ich hoffe, das wird interessant. Halt die Klappe. Ich bin sauer. Ich hasse euch. Ihr nervt mich langsam. Jetzt muss ich wieder deine ollen Arme hinbekommen. Mit das Ende hinbekommen. So, ein Arm ist putt. Ja, Tarnung? Tarnung. Ich vermeide dich mit einer Hand. Komm, den anderen Arm schaffe ich auch noch. Geh schon kaputt, du blöder Arm. Mann, oh, wieso klappt das denn jetzt nicht mit dem Arm? Ich schieß doch immer schon drauf. Mehr geht einfach nicht. Ja, wirf deinen Klotz. Ich kann repariert werden, du nicht. Warum geht dein Arm nicht kaputt, du Arsch? Warum geht dein Arm nicht kaputt? Versuch das nochmal. Ich verstehe es nicht, dass der Arm nicht kaputt geht gerade. Das hat doch am Anfang auch geklappt. Ich
Ist er jetzt endlich auch kaputt, der andere Arm? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch jetzt so oft schon... Doch. Na endlich. Du lässt mir keine Wahl. Na endlich. Ich hab doch B gedrückt. Dein Glück endet ich hab doch... Hier. Hallo? Du lässt mir keine Wahl. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich es mittlerweile mache, damit ich mich nicht verdrücke. Ich halte den Controller direkt vor mich, damit ich die Tasten sehe und mich nicht verdrücke. Ja, es ist peinlich, aber es ist so, wie es ist und ich bin einfach froh, wenn ich es schaffe. Oh Gott, das Spiel, das schafft mich. Ist hier noch irgendwas Nettes zum Einsammeln? Nein, wie immer nicht. Man kriegt keine Belohnung. Man hat es einfach nur geschafft. Ah, das würde ich mir ja schon in diesem Spiel ab und zu danach wünschen, dass man so eine richtig gute Erinnerung oder so findet. Das wäre doch mal eine schöne Belohnung irgendwie nach solchen Kämpfen. Dass man dann so eine ganz besondere Erinnerung findet, damit Nillin sich auch an das, was für sie wichtig ist, erinnert. So, jetzt kann ich hier die Leiter hochklettern. Oh Gott. Und ich dachte schon, ich hab's hinter mir, aber nein, nein, es geht immer weiter und weiter und... Oh Gott. Captain Trace ist also noch im Amt. Er hielt seine Krankheit geheim. Aber nun dreht er durch. Finde ihn schnell. Ist ja auch cool, dass man hier so durchgucken kann. Nee, hier ist nix. Oh, hier kann man sich heilen. Das mache ich doch direkt. Und auf Toilette gehen, ne? Könnte ich auch mal, genau. Gute Idee, Nelle. Wenn ich das schon höre. Na gut. Kann man hier in die Türen eigentlich reingehen? Nee. Beförderungswagen. Ich habe ihn doch geholt. Da hinten kann ich aber auch hinschießen. Ah. Vielen Dank. Ja, und andocken und so erfolgreich. Schön. Und nun, was mache ich hier? Ach so, ich kann da hochspringen. Und hier soll ich runter? Identifizierung. Sorry für den Cut, der war aus Versehen. Ich habe einen Screenshot machen wollen und habe aus Versehen die Aufnahmetaste losgelassen. Jetzt mache ich schon unfreiwillig Cuts. Schrecklich. Nee, das sind die Beförderungswagen. Die Musik ist aber ganz schön friedlich und jetzt komme ich auch endlich mal zu Wort wegen Bad Request. Ich finde es natürlich ganz, ganz furchtbar. Ich finde das überhaupt nicht schön. Und finde das ganz schrecklich, dass ihm das passiert ist. Na endlich. So, ich soll nach unten. Huch, nee. Ja, warum musste das passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe den so lieb gewonnen gehabt, den Charakter. Also ich bin richtig traurig geworden, als ich gesehen habe, dass er uns gerettet hat. Das ist auch so typisch, ne?
die Besten sterben und helfen uns auch noch. Und ja, super. Dabei wollten wir ihn retten. Wir wollten ja ihm helfen. Hier können wir wieder gucken. Ach, da ist so eine Ecke, wo wir was finden können. Okay, müssen wir drauf achten. Die Ecke. Muss ich dafür nach unten? Ich glaube nicht, dass ich hier nach unten kann. Das muss irgendwo anders sein. Oh Gott. Wie, was? Was? Gegenwart eines Reuers wie Johnny Pumpen? Was? Oh, das habe ich jetzt gar nicht mit. Ich bin hier gerade so ganz in Gedanken gewesen. Hab gedacht, ach ja. Hab so an Bad Request gedacht und dann auf einmal stirbt sie hier. Identifizierung. Ich glaube, ich muss mal aufpassen, wo ich hinfahre. Bestimmungsort. Kühlhauszone. Shit. Okay. Wie halte ich den an? Okay, so. Und wo muss ich ihn denn anhalten? Irgendwo muss ich doch rauskommen. Jetzt stehe ich hier in der Pampa. Super. Wenn ich da durchfahre, dann keinen Zutritt für Menschen. Ja, was mache ich jetzt? Hallo? Ja, hier fallen lassen ist ja wohl nicht. Scheiße. Wo hätte ich denn... Ach, da oben kann ich lang. Sieh mal einer an, da oben kann ich lang. Ja, klar, den Sprung, den habt ihr gesehen, ne? Das ist klar, das... Nillen kann das. Identifizierung, Elektronikbauteile. Bestimmungsort. Ist hier nicht diese Ecke, wo ich was finden kann? Na, ist hier nicht diese Ecke? Da, dahinter dem Container. Ja. Ha, habe ich mir gut gemerkt. Endlich mal wieder so ein Sattpatch gefunden. Wie kriege ich das hin, dass ich den Strom wieder anmache? Tja, werde ich im nächsten Part herausfinden. Ach, hier ist eine Kontrolltafel, da soll ich ran. Okay, das machen wir im nächsten Part von Remember Me. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dann.